hinzuweisen ist in dem Zusammenhang, dass es dadurch möglich ist, dass auch die Strafe. Also ich finde, im Vergleich zur alten Regierung hat sich vor allem geändert, dass man versucht, ein einheitlicheres Bild darzustellen. Es gab noch nie so viele Pressesprecher wie jetzt. Angeblich sind es 50 Personen, die sich nur um den Außenauftritt kümmern. Und das merkt man auch, es gibt viel weniger Ausrutscher, man haut sich weniger das Hackl ins Kreuz sozusagen. Aber ich bin halt ein bisschen skeptisch, ob diese gemeinsame Linie auf Dauer so schön nach außen aufrechtgehalten werden kann. Ich glaube, das ist zu früh festzustellen, weil wir bisher nur Absichtserklärungen hatten von Message Control und alles muss gestreamlined unter Kontrolle, zentraler Kontrolle des Büros des Bundeskanzlers sein. Das wollten manche seiner Vorgänger auch. All along ist das natürlich nicht gelungen, weil es im Widerspruch zur Pressefreiheit und zur Freiheit der Information steht. Was festzustellen ist, ist in den letzten Wochen das Bemühen um Message Control und das Ganze für die Regierung freundlich zu gestalten, ist deutlich stärker als bei früheren Regierungen. Wird sich aber, glaube ich, all along nicht halten, oder hoffe ich jedenfalls. Also die Informationspolitik ist sicher restriktiver geworden, aber nicht aus ideologischen Gründen aus meiner Sicht. Es war auch schon so unter der Vorgängerregierung, dass man natürlich versucht hat, die Botschaften zu kanalisieren, nur hat es damals nicht funktioniert, weil SPÖ und ÖVP nicht miteinander konnten. Jetzt können ÖVP und FPÖ miteinander, deshalb ist es viel leichter, einfach, was man unter Message Control versteht, die Botschaften einfach zu bündeln und wirklich nur das weitergibt an die Journalisten, was man eben vermitteln will. Ob das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Das aktuelle Beispiel spricht der Bände, die ganze Rauchergeschichte. Ich glaube, dass diese Politik des Durchtauchens in der Raucherfrage nicht mehr funktionieren wird und früher oder später die Regierung sich da was anderes einfallen lassen muss. Also restriktiver ja, aber ob sie damit durchkommen, salopp gesagt, habe ich meine Zweifel. Ohne auf die frühere Regierung Bezug zu nehmen, nachdem ich dort keine besondere Rolle innegehabt habe, ich kann sagen, dass in Bezug auf die jetzige Regierung es eine sehr gute Zusammenarbeit gibt zwischen den beiden Regierungspartnern, dass das auch eine Form des neuen Stils der Zusammenarbeit ist und dass sich dieser neue Stil der Zusammenarbeit auch in einer gemeinsamen Kommunikation niederschlägt. Die Aufgabe des Regierungssprechers ist es, im Weg über die Medien eine breite Öffentlichkeit über die Arbeit der Bundesregierung, die Entscheidungen, die die Bundesregierung trifft, zu informieren und das auf eine sehr sachliche Art und Weise zu tun.